bekräftigt. Bekräftigen heißt etwas bestätigen, etwas mit Kraft erfüllen. Bekräftigt ist das, was man mit Kraft erfüllt hat. Seine spirituellen Überzeugungen muss man immer von Neuem bekräftigen. Und es gilt immer wieder, sich bekräftigt zu fühlen in seinen spirituellen Überzeugungen. Und wie kommt man zu dieser Bekräftigung seiner spirituellen Überzeugungen? Auf verschiedene Weisen. Zum einen, indem du spirituelle Bücher von Meistern liest. Svadhyaya, eigenes Studium von Schriften und von Büchern von Meistern, hilft, seine eigenen spirituellen Überzeugungen immer wieder zu bekräftigen. Gerade in einer Welt, wo die meisten Fernsehsendungen und Nachrichten und Zeitungen illustrierten nicht den spirituellen Glauben bekräftigen, ist es wichtig, bewusst das zu lesen, was einen bekräftigt in seinen Überzeugungen. Das zweite ist, sich mit Menschen zu umgeben, die auch spirituelle Überzeugungen haben. Der Mensch ist nun mal ein geselliges Wesen, der gerne auch sich mit anderen austauscht. Nicht umsonst sind gerade im Yoga die meisten Yoga-Bücher, Yoga-Schriften geschrieben als Zwiegespräch zwischen Lehrer und Schüler oder auch zwischen mehreren Lehrern. Es braucht die spirituelle Gemeinschaft. Du wirst bekräftigt in deinen spirituellen Überzeugungen, wenn du öfters mit anderen spirituellen Menschen zusammen bist. Zum Beispiel, indem du ein paar Tage in einen Ashram gehst, regelmäßig in ein Yoga-Zentrum gehst oder wenn du in einem anderen Glaubenssystem bist, zum Beispiel in die Kirche, in die Moschee, in die Synagoge, in deine spirituelle Gemeinschaft gehst. Schließlich, die stärkste Bekräftigung bekommen deine spirituellen Überzeugungen, indem du es selbst praktizierst und in der Praxis zu tiefen Erfahrungen kommst.